Rennen gerade noch so gewonnen und in der letzten Folge gab es, glaube ich, oder davor eine Ansage, dass es doch einen Nachschub bei dem Autohändler gibt, oder? Ich glaube schon. Werden wir, glaube ich, gleich mal angehen, aber erstmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Underground 2. GTI Magazine. Rachel? Unter den Zuschauern sind ein paar hohe Tiere vom französischen GTI Magazin. Mal sehen, ob du sie beeindrucken kannst. GTI Magazin. C'est français. Und das ist Gumi und sie Stress. Oder so ähnlich. Das klingt wieder blöd. Aber Französisch klingt gewissermaßen blöd. Auf jeden Fall sehr lustig. Und was wollen wir denn machen? Also wir wollen mal nach dem Auto schauen. Das habe ich vor. Aber was haben wir hier? Unten haben wir noch ein Rennen. Werden da noch was? Werden da was? Ah ne, wir sind hier oben. Da sind wir. Das Rennen hätten wir. Ich würde sagen, ich fahre mal hier runter. Das Rennen und vielleicht erwischen wir zwischendurch noch den Autohändler hier. Werden wir sehen. So, also hier lang. Und dann zum nächsten Rundkursrennen. Oh, das sieht schön aus hier. Schön verwachsen. Ah, das Rennen hatten wir schon lange hier und das sind wir immer umfahren. Von Gabriel Gabriel. Trau dich, Mann, für einen Loser ist immer Platz. Hier geht's anders ab als auf dem Land. Setz deine Kohle und du kriegst deine Streckenkarte. Bist du dabei oder was? Die Frage. Die erübrigt sich einfach. Sind das alles RX-7? Also sie ist keine RX-7. Aber die Kollegen hier rechts neben uns. Nee, da ist ein RX, nee, ist bloß ein, okay. Ich dachte schon. Zwei Runden haben wir wieder. Haben wir das wieder so eine verdammt lange Runde? Ich glaube nicht, aber wir sehen es uns einfach mal an. Oh, der arme Verkehr hier, der wird umrundet. Und es geht auf die Autobahn und ich nehme die Innenbahn. Na, fährt jemand außen lang? Jetzt wäre ich außen gefahren, da hätte ich aber geguckt. Oder wäre ich jetzt außen gefahren? So rum. Jetzt fahre ich, ja, wo geht's als nächstes lang? Okay, da fahre ich rechts. Nein, du fährst dagegen. Dankeschön. Oh, ein Tunnel, bremsen! Das klingt gut. Geht zwar noch besser, aber es klang schon gut. Jetzt geht's wieder rüber. Hier ist gleich der Spezialteile-Shop. Da. Links war er. Und die Runde ist gleich zu Ende, ja. Nicht so sonderlich lang. Also keine 3 Minuten. Mann, der macht aber einen Lärm hinter uns. Der Herr Ewan. Ach, der schon wieder. Knapp vorbei, bitte. Danke. Manny drauf für den Fall der Fälle. Hier nochmal. Das war zwei Check. Aber ich wollte noch nicht rammen. Das war knapp vorbei. Das wollte ich aber nicht. Eieieiei. Nein, danke. Oh, gerade sonnig angeschlagen. Was wir aber so langsam mal gebrauchen könnten, wären Getriebe mit 6 Gängen. Getriebe. Ups. Ups. Oh, dritter Gang. Ich möchte keinen aufhalten. Ja, danke. Super, hat geklappt, aber war aber auch bloß möglich. Nein, jetzt werden wir uns da reindrängen. Weil es da schon generell sehr eng zuging. Es ist immerhin die letzte Runde. Da muss ich jetzt vorne bleiben, ansonsten wird es sehr schwierig. Oh ne, da kommt noch einer mit mehr Schwung. In den Kurven können wir es noch richten. Ah, ich wollte noch rausschießen. Schade. Ah, es wird nichts. Es wird nichts. Schade, schade, schade. Da hatte der X7 einfach zu viel Überschuss. Und wir gehen es nochmal neu an. Alles geben, das ist das Motto für dieses Rennen. Ich gehe mal nach vorne. Oh, das war wieder knapper, als ich es wollte. Er hat uns reingedrängt. Du Arloch, du. Naja, haben wir jetzt immerhin mal freie Fahrt. Und das Rennen hat erst begonnen, deswegen werde ich es auch einfach weiterfahren. Ins Stadtzentrum wollen wir nicht. Wir wollen gleich wieder zurück zu Beacon Hill.
3 Sekunden Rückstand. Naja, ich korrigiere mich 2 Sekunden. Na, ich korrigiere mich 1 Sekunde. Und ich korrigiere mich 0 Sekunden Rückstand. Na, komm. Kleine Korrektur. Ach, am Rande. Mann. Es war mal 1 Sekunde. Schade. Wollte mich noch richtig schön in den Weg stellen. Hat nicht ganz funktioniert, so wie ich mir das einfach vorgestellt habe. Na gut, dann schaue ich jetzt nicht mehr so oft oben rechts hin und auch nicht sonst wo unten links auf die Karte. Die Strecke ist soweit kein Problem. Und ich schaue wirklich mal auf den Verkehr und auf die Leutzen hier. So, knapp vorbei. Danke. Danke. Na, zu früh gedankt. Was ist denn mit ihm los? Geile Sache. Was war denn da los? Na, nicht außen. Was war denn mit ihm los? Der ging ja richtig ab. War der auf Droge oder was? Hatte er das Monaco-Sprungbrett? Oh Mann. Kam Monaco vor euch schon raus? Das Rennen Monaco? Das freie Training? Ja doch, Monaco kommt vor Silvester. Na, vor Silvester? Ja doch. Also Monaco kommt auf jeden Fall noch 2015 und diese Folge hier kommt ja definitiv schon 2016. Also war das schon ganz gut, dass ich das hier angesprochen habe. Also es war nicht schlecht. Ich habe jetzt nichts gespoilert. Also Sprungbrett in Monaco, freies Training. Wer das nicht gesehen hat, der kann das schon irgendwie, ja, gleichziehen. Aber das hat mich sofort daran erinnert. Herrlich. Also so ein klein wenig F1 2015 steckt also auch in diesem guten, älteren Need for Speed Underground 2. Ah, herrlich. Und da gibt's was. Und zwar frisch reinbekommen, Neonfarben. Heute in deiner Nähe. Gut. Aber ich wollte hier noch das nächste Rennen fahren. Neongelbe ist gleich hier. Ich nehme mal an, dass es irgendwas Pulsierendes. Will ich jetzt aber nicht sofort ausrüsten, das verpassen wir das Rennen. Wir nehmen einfach die Neonfarben beim nächsten Mal mit, wenn wir mehr zu holen haben. Und das wäre ein Sprint. 3,7 Kilometer genau. Jetzt hör mit deinem Gehabe auf und komm her. Sprint ist angesagt, schieb die Kohle rüber. Dann kriegst du die Streckenkarte. Entscheide dich. Das scheint irgendwie hier so gang und gäbe zu sein, dass man die Streckenkarte erst bekommt, wenn man sein Geld gesetzt hat. Ein Nissan neben uns. Was haben wir denn noch? Das ist ein schöner Wagen. Es ist ja auch ein Nissan. Ein 240SX. Da war in der Mittelinsel. Oh, ist noch einer. Mann, hier gibt's aber viel davon. 6%. Okay. Oh, das war wieder mal sehr kurz. Also Sprungkameras finde ich hier nicht so schlimm. Aber solche kleinen Dinger, die könnten schon nerven. Oh, zum Glück hat er uns nicht gedreht. Die Kurven da außen innen anzufahren war schon nicht ganz günstig. Aber immerhin haben wir jetzt nicht groß was verloren. So, ihn bekomme ich jetzt beim Herausbeschleunigen und er hat ja gar nichts zu melden. Hat er jetzt gebremst, der Peugeot? Naja, mir soll es recht sein. Jetzt fahren wir hier mal wieder Serpentin hoch. Oh, das ist ein Taxi. Bekommen wir hin. Jetzt kommt er von rechts an. Ich schlüpfe hier mal durch. Aha, hier hinten kennen wir uns ja schon ganz gut aus. Jetzt dreht er uns auch noch. Ich glaub's ja nicht. Oh. Ah. Schade, ich wollte noch rumreisen. Es war mir aber nicht vergönnt. Da kommt ein Auto und ein fliegendes Schild. Und diesmal fliegt hier keiner durch die Kante. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Aber wenn sowas einfach zu oft passiert, dann ist es auch irgendwie langweilig, weil sich sowas einfach mit der Zeit abnutzt. So. Das nutzt sich aber nie ab. Das macht immer wieder Laune. Das kann ich ständig machen. Und es kostet den auch so schön viel Zeit. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Oh, heute mal links am Autohändler vorbei. Ja, könnten wir jetzt eigentlich mal schnell beim Autohändler vorbeischauen, aber wir müssen ja unbedingt hier ein Rennen fahren. Naja, nehmen wir es einfach mal so hin. Oh, fahren wir jetzt über die Brücke? Cool. Ich klöppel mal Nitro raus, dann geht's jetzt wieder auf die Autobahn.
Und wir haben noch ein gutes Viertel vor uns. Vorsprung auf den zweiten ist vorhanden, auf den letzten sowieso. Das ist der Nissan, den haben wir gedreht. Beacon Hill Heights, da geht's wieder hin. Und knapp vorbei. Jo. Oh, hier unten wieder. Hätte ich vorhin das Rennen beinahe verloren. Nee, hab ich ja sogar. Das letzte Rundkursrennen habe ich ja in dem einen Versuch hier verloren. Gegen den RX-7, genau. Ist noch gar nicht so lange her. Jo, wie sie sich alle freuen. Super. Wir gehen weiter. Das habe ich schon erwartet. Neues Motor-Upgrade. Bau dir bei einem der Tuning-Shops oder bei Megalow Parts. Ach, bekommen wir nur bei Megalow Parts die Rabatte? Dann würde ich... Ich schaue erstmal auf die Karte. Wir sind jetzt da. Wir müssten da hin. Dann könnten wir hier beim Autoladen vorbeifahren. Das hier ist das Megalow Parts. Wird uns leider nicht angezeigt. Ich glaube, das war der hier. Der war es nicht. Glaube ich nicht. Dann fahren wir jetzt dahin. Dann noch das nächste Rennen und dann zum nächsten Shop. Das ist der Plan. Für die nächsten paar Minuten. Und wahrscheinlich auch für den Rest dieser Folge. Ein Verkehrsunfall, das gibt Minuspunkte, na sowas. Ja, Geld haben wir aktuell genug auf der hohen Kante, aber alles gespart eben für den nächsten Wagen. Nach dem Nissan hier. Und das wird sehr wahrscheinlich nicht der Nissan der Hyundai Coupé sein. Da habe ich anderes vor. Wir haben ja einen neuen Wagen in der Garage und wir bekommen ja einen neuen Stellplatz oder einen neuen Wagen, wenn wir unseren Vertrag mit dem Sponsor abschließen. Willkommen im Showroom. Aluminium und Stahl können nicht besser verarbeitet werden. Such dir einen stylischen, fahrbaren Untersatz aus. Ist der neu? Der sieht aus wie der Hyundai Coupé. Nö. Finde ich jetzt nicht interessant, da warten wir noch. Bleiben wir also unserem Nissan weiterhin treu. So, aha. Mit B können wir also zurückschauen. Es liegt aber gar nicht so günstig. Na wohl. Das ja. Mal schauen, ob ich das einsetze. Ich fahre jetzt erstmal zum nächsten Rennen. Ach, hier kann ich gar nicht rüber. Zwei Tasten neben der Karte ist die zurück. Schaukamera. Das ist auf jeden Fall nicht Megalow Parts. Wir haben bloß zwei Leistungs-Tuning-Shops. Okay. Den hier oben, den ich jetzt nicht im Blick habe. Wo ich vermute, dass es nicht Megalow Parts ist. Die. Ja, wir haben bloß zwei und der erste war, glaube ich, mehr im Stadtkern. Achso, hier links, oder? Nee, hä? Wo lang? Achso, wir müssen noch eins weiter, um auf die Brücke zu kommen. Okay, stimmt. Und jetzt fahre ich auch mal hier lang. Ah, hier ist noch ein Rennen. Was ist denn das? Drift. Nehmen wir mit. Hey Mann, der nächste Drift ist angesagt und du bist jetzt an der Reihe. Kleiner Einsatz, große Gewinne. Und machst du mit, oder was? Ja, wir machen mit. Oh, der sieht ja schick aus. Also irgendwie, der Audi TT. Oder ist das ein 350Z? Nee, ist ein TT. Das sieht ja interessant aus. Schick nicht unbedingt, aber interessant. Die Lackierung meine ich. Was sonst? Das andere Tuning von der Karosse ist jetzt nicht so besonders. So, jetzt sind wir Zweiter. Die Strecke ist etwas... fordernder als die letzte. Wir haben hier diesen Satz Kurve mehr. Diesen Kurvensatz. Da bleibt schnell der TT rum. Was wird denn das? Oh Gott, wie viele Punkte haben die denn schon da vorne? Fast 30.000. Hier geht's aber. Dann nochmal. Das schaffen wir nicht mehr. So, erstmal Geschwindigkeit sammeln, dann in die Kurve reinhauen. Ich fahre auch nicht gerne mit den Leuten zusammen, weil die nerven einfach nur. Die versauen mir meine Drifts. Hier, sowas zum Beispiel, das hat uns jetzt doch ein paar Punkte gekostet. Es war zwar jetzt nicht sonderlich viel, aber es waren immerhin Punkte. Ach, schade, den hätte ich jetzt weiter aufgezogen. Ja, da steht der TT wieder an der fast gleichen Stelle. Oder war's? Im Augenwinkel sah es so aus. Wir sind wieder nicht Erster.
Da ist wieder jemand mit 26, 27.000 Punkte. Erster. Punkten. Naja, muss ich noch rausholen. Wir haben ja gleich schon eine Runde und das sieht gerade sehr gut aus. Muss ich hier beenden? Weil ich für die nächste Kurve umsetzen muss. Oh, aktuell führen wir gut mit 13.000 Punkten Vorsprung. Dann hole ich jetzt mal auf und ziehe die nächste Kurve mit mehr Geschwindigkeit durch. Multiplikator mal 4, bei 8.000 gibt es den nächsten. Alles klar, 20.000 Punkte Vorsprung, wir können es uns erlauben, aber da ist schon das Ziel. Upsala. Na gut, dann fahren wir jetzt noch gemütlich zu Ende. Wo, 3.000 Punkte, ist derjenige schon im Ziel? Oder hat 41.000 der auf der Strecke Viertplatzierte, der Audi TT? Egal, wir haben gewonnen. TTT. Ach nee. Der TT war wirklich nach hinten. Zum Zeitpunkt der Linienüberfahrt waren wir Erster. Hätte ich mir schon denken können. Nochmal. War der aber noch im Zeitlimit? Der war doch so weit hinten. Und das bei wie viel? 17 Sekunden? Wird der etwa geschummelt? Oh. Nein, mit dem Heck hängen geblieben. So, was macht der Audi jetzt hier hinten wieder? Sagt er, sind wir nicht Erster. Was mache ich denn hier hinten gerade? Gar keine Punkte sammeln. Ja, der Audi bleibt da irgendwie wieder hängen. Aber das finde ich nicht gut, wenn der so weit hinten ist, weil irgendwie hat er gerade verdammt viele Punkte gegen Ende gemacht. Und das noch innerhalb der Zeit. Was ist denn das hier? Na gut, wir stehen ja auch ab und zu mal so quer und das ist wieder nichts meinerseits. Mann, Konzentration, das muss doch zu schaffen sein. Ich mag doch Drifts. Ah, wieder so ein Hans hinter uns. Ach, ich mag das einfach nicht, mit Leuten zusammenzufahren. Dann eben dieses blöde Zeitlimit von 30 Sekunden. Gut, etwas Abstand kann ich lassen, das mache ich jetzt auch. Lass die jetzt mal ein Stück vorfahren, dann fahren wir einfach unser Ding. Und los geht's. Das reicht mir, glaube ich, schon, ja. Ja, das läuft deutlich besser zu Beginn. Also etwas Abstand lassen, das kann nicht schaden. Und zur Not fahre ich dann einfach, wenn die Zeit knapp wird oder generell, wenn wir Punkte brauchen, einfach etwas schneller. Sammle ich mal Punkte, der Audi ist wieder hängen geblieben. Also der Audi hat's da irgendwie an der Ecke. Oh, bekomme ich den Wagen hier rum? Ja, gerade so. Und das gibt extra Punkte, weil ich den Drift weiter fortführen kann. 17.000 und wir sind Erster. Wenn aber auch nur mit 6.000 Punkten Vorsprung. Jetzt weiß ich nicht, wie der TT-Fahrer heißt. Schade. Muss ich mich nämlich noch drauf einstellen. Aber der ist so weit hinten, der dürfte nicht innerhalb der 30 Sekunden liegen. Guck mal, der ist erst hier. Der guckt ja immer noch in der Ecke. Der hat jetzt eine Runde Rückstand. Ja, was ist denn da los? Kannst du nix? Jetzt nervt er uns aber hier beim Fahren. Mann. Sowas mag ich einfach nicht. Wir sind gerade so noch Erster. Wir haben aber auch ein paar Kurven Rückstand. Was fährt denn der zusammen? So, die kommen jetzt gleich über die Ziellinie. Der hier hat eine Runde Rückstand. Der schafft es auf jeden Fall nicht. Der bekommt die Kurve hier wieder nicht, oder? Schlägt da wieder an und dreht sich wieder. Ja, der schafft es nicht. So, 4.000 Punkte Vorsprung. Und jetzt müssten wir auf jeden Fall Erster sein. Der fährt noch weiter, ist klar. Jawohl. Diesmal geht's gerecht zu 27.000 Punkte. Also das vorhin war einfach bloß irgendein Glücksgriff. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, hätten wir dieses versteckte Driftrennen hier geschafft. Und da sind wir. Ich würde dann doch nochmal hier vorbeischauen, um einfach auszuschließen. Oh, das Geld. Ob das da Megalow Parks ist oder nicht. Ich meine, nein. Was ist das hier für ein Licht? Ist einfach nur ein Licht, was eine andere Farbe hat. Obwohl, hier gibt es auch violette. Okay. Also, da fahren wir jetzt noch hin. Und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht Megalow Parks ist, aber wir finden es heraus. Oh, Wagen hier geblieben. Oh. Ja, hier hinten waren wir nicht zuerst beim Leistungstuning. Stimmt, den habe ich ja erst hinten freigeschalten. Ich schaue aber mal der Vollständigkeit halber nach. So, wer ist das? Ein Tuning-Shop, auch nicht welcher. Ich glaube nicht, dass das ist, deswegen fahren wir weiter. Aber
Ja, ihr seht es vielleicht gerade mit dem Aber, mit dem Blick auf die Folgenlänge. Die Folge ist wieder vorbei und wir schauen in der nächsten Folge vorbei beim Leistungstuning und eben auch bei ein paar Rennen. Und ja, Autohändler haben wir schon, also wir haben wieder einiges vor. Uns wird hier nicht langweilig, dafür gibt es einfach zu viel zu tun. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.